Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir haben jetzt schon ein paar Steine mehr, aber immer noch viel zu wenig, um hier großartig mit unserem Beton arbeiten zu können. Haben wir noch alles in der Tasche dafür, ja. Und dann brauchen wir auch schon wieder Sand. Können wir gleich mit anrühren. Und dann sind die Steine auch schon wieder weg. So, gehen wir hier nochmal einen runter und dann setzen wir die Treppen. Dann kommen wir da wenigstens schon mal vernünftig runter. Und das gleiche können wir auch dort oben machen. Und dann denke ich mal, sieht das viel besser aus erstmal und ich denke mal, wir kommen auch viel besser hoch. Gut, ich weiß es nicht, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Sieht ja auch viel besser aus, wenn man einen Treppen hochgeht, als wenn man hier nur so eine Steile hochgeht. Außerdem machen wir hier gute Skillpunkte, das ist auch wunderschön. Können wir auch mal wieder langsam verteilen. Ach, meine Nase. Und dann werden wir ja auch schon in der nächsten Folge wahrscheinlich die Horde haben. Und da bin ich ja gespannt, ob mein Haus hält oder nicht. Ich sehe das eigentlich noch ganz positiv, aber vielleicht sitze ich am Ende da und heule und sage, mein Haus hat überhaupt nicht gehalten. Aber wir haben Betonwände, wir haben alles aufgewertet. So, wir sind jetzt auf einer Spur hier nach unten. Das ist sehr, sehr schön. Okay, dann werden wir mal gucken, wie das mit den Stufen ist. Fangen wir am besten oben an. Sieht immer besser aus, wenn man oben anfängt, ne? Zack. Gefallen mir, passen sich hier schön in den Berg an. Und wichtig ist ja, dass es gut aussieht. Das soll ja nicht halten, das soll nur gut aussehen. Können wir da noch hinmachen und dann nehmen wir hier sowieso noch den Weg weg, alles war. Ja. Den Weg weg, die Steine hier weg. Das ist jetzt natürlich ein Problem, ne? Ah, welcher Idiot hat denn da eine Treppe hingemacht? Und die halten natürlich, ne? Das war so klar. Dass ich die natürlich nicht gleich wegkriege. Ah, sind die stabil. Oh. Da hätte die Treppe hingemusst, dann wären wir nämlich genau richtig gewesen. Ah. Gut, die andere lasse ich da einfach jetzt mal stehen. Dass man sieht, wie man es nicht macht. Dann nehmen wir hier den Boden vielleicht noch raus, wa? Ja, wir brauchen ja eh viele, viele Steine noch. Was machen wir denn jetzt hier? Wir nehmen hier den. Ja, da unten ist auch schon wieder richtig was los. Wir müssen uns auch ausziehen. Es wird hier unten in der Höhle zu warm. Warum kriege ich das nicht ausgezogen? Ja, viel zu warm alles. Wir haben noch 33 Stufen, dann können wir die nämlich hier wunderbar einbauen. Es wäre jetzt natürlich viel einfacher, wenn man vernünftig Steine farmen könnte. Schneller, vor allem. Vielleicht sollte ich mir mal eine neue Axt machen. Vielleicht beschleunigt das die ganze Sache ein bisschen. Hm, wo haben wir denn eine? Na, Stahlpickaxe. Bauen wir uns mal eine. Die ist ja nur schon halb kaputt. Vielleicht ist die nächste dann wieder besser. Ich glaube nicht dran. Aber wenn wir jetzt hier auch noch Stufen haben, sieht das alles viel, viel schöner aus. Und die Steine brauchen wir ja nun wirklich. Wir müssen ja auch noch unser Beton da oben dann reparieren wahrscheinlich, wenn die Zombies dazu auf den gehauen haben. Und ich hatte ja bei den Koop-Folgen gesehen, dass so eine Betonwand auch nicht lange hält. Also gehe ich davon aus, dass die Zombies wahrscheinlich sogar wieder ins Haus kommen. Jetzt bei der einen. Also bei der Horde, jetzt bei der Nachthorde wieder. Ich meine, ich sehe positiv, dass sie uns nicht kriegen werden, aber das Haus wird danach wahrscheinlich genauso kaputt aussehen wie immer. So meine Vermutung. Okay. Hoffentlich verbaue ich mich jetzt nicht wieder mit den Stufen. Wäre blöd. Da ständig so eine tolle Stufe hier rauszukloppen. Aber das Mut,
Wenn man falsch baut, hat man halt Pech gehabt, ne? Jetzt sehe ich gar nichts. Nehmen wir mal hier das noch weg, wa? Und dann weiß ich nicht, könnte man das aus Holz machen hier? Wäre vielleicht besser. Gut, dann machen wir hier den Raum größer. Wollten wir ja sowieso mal machen. Haben wir auch schon angefangen, weil wir Steine brauchten. Wie können wir das jetzt beenden? Weil wir brauchen immer noch Steine. Steine, Steine und Steine. Und wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, wird es wahrscheinlich heute nur eine Steinklopperei-Folge. Aber das gehört nun mal zu 7 Days auch dazu. Ist vielleicht nicht die spannenden Sachen. Gibt spannendere Momente in 7 Days, aber ich finde, es gehört dazu einfach. Viele schneiden es heraus, aber so oft sind wir ja gar nicht hier unten, dass ich jetzt das rausschneiden müsste oder separat spielen müsste. Ich nehme das einfach voll auf. Ich finde das auch immer schöner, wenn ich woanders gucke, wenn ich alles sehe, als wenn ich da irgendwas zusammengeschnittenes sehe. Weiß ja nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wenn ständig Sachen rausgeschnitten werden und man gar nicht mehr weiß, wie ist denn derjenige überhaupt zu der und der Sache gekommen. Ja, ich finde es immer besser, wenn ich das sehe. Gehört für mich zum Spiel dazu. Aber ihr könnt ja mal also eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ich überlege gerade, ob man den Gang darunter vielleicht nochmal verbreitert um eins. Ah, da löst sich schon wieder einer in den Spikes auf. Weil das ist jetzt hier so ein ganz dünner. Sch Da kommt doch nicht schon wieder so eine Kreischerin, oder? Seht ihr, das würde man zum Beispiel verpassen, wenn ich das jetzt nicht aufnehmen würde. Und dann schalte ich vielleicht rein und dann fragt man sich, wo kommen denn jetzt die ganzen Zombies her? Aber ich glaube, die hat es nicht geschafft. Die ist irgendwo an den Pikern verreckt. Obwohl, da oben ist noch ganz schön Bewegung. Aber das werden Schneezombies sein. So, das sieht doch schon mal ganz okay aus hier. Die Ecke sieht auch ganz gut aus. Ah, ich würde sagen, wir machen das hier ein bisschen breiter. Die Steine brauchen wir eh. Also können wir das auch breiter machen. Es hilft ja nicht. Ich wollte auch noch eine Betonmauer. Ums Haus bauen und ja, da brauche ich noch viel, viel, viel mehr Steine. Also können wir den Gang hier auch noch mal verfünffachen. Nee, ich glaube nicht. So, wir müssen mittlerweile die andere Axt haben, ne? Dann können wir die mal weghauen. Mal gucken, ob die jetzt mehr macht. Nö, nicht wirklich. Müsste da wahrscheinlich mal ein Level aufsteigen. Müssen wir mehr skillen hier. Das ist zu tief. Wir müssen nur einen höher, sonst kommen wir da nicht durch. Obwohl, wir sollten es natürlich der Höhe anpassen, die wir da neben haben. Ja, ein bisschen besser ist er vielleicht, ne? Ja, denke schon. Ein bisschen besser ist er. Nicht viel, aber was. Wir kriegen manchmal 5 Steine raus. Und schön ist, dass wir im Mining-Level steigen. Hat das auch noch Gutes hier, was wir machen. Wir brauchen ja die ganzen Skillpunkte, um uns zu verbessern. Wird ja mittlerweile hier so ein Rollenspiel, wo man skillen muss und jetzt dann auch noch handeln und NPCs kommen ja auch noch rein. Ich bin gespannt auf die Alpha 15, die ja eigentlich schon einen Monat draußen sein soll und bisher noch nicht rausgekommen ist und man weiß auch gar nicht, wann die jetzt rauskommen soll. Aber es war ja schon immer so ein Problem,
Die Fun-Tipps geben einen Termin raus. Und am Ende wartet man und es kommt nichts. Aber gut, bei dem Spiel macht mir das gar nichts, weil sich das bisher immer verbessert hat. Auch wenn mal viele Bugs drin waren oder mal weniger, aber es wurde immer besser. Auch wenn ich das Spiel im Grunde von Alpha 5 vermisse, da war hier der Bergbau viel einfacher, war minecraftiger, aber irgendwie konnte man sich die Höhlen schön ausbauen. In der Zeit, die ich jetzt hier rumklopfe für den zweiten Gang, habe ich da eine ganze Höhle ausgehoben. Eine Zeit lang war ja der Höhlenbau komplett out, weil man überhaupt nicht vorangekommen ist. Ist ja jetzt erst hier mit der Stahlhacke, dass man überhaupt wieder im Boden arbeiten kann. Weiß noch, in der Alpha 13 hatte ich einen riesen Berg ausgehoben. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da dran gesessen hatte. Hatte ja der Pulsar 83 auch mitgespielt und er sagte, Mann, wie lange hast du hier dran gebuddelt? Weil ich Ewigkeit. Weiß nicht, ob das die Alpha 13 war oder 14. Auf jeden Fall war es ein Graus. Aber wenn man so alleine da sitzt, kann man das auch mal machen. Man ist ja, man hat ja Zeit, ne? Man muss ja nicht immer den Stress verfallen. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Wie viele Steine haben wir? Au, wir kommen mal langsam auf Steine. Sehr schön. Ich werde aber nie mehr sagen, ich habe genug Steine. Werde ich in keiner einzelnen Folge mehr sagen. Oh, ich glaube, jetzt pisst es draußen. Gut, dass wir drinnen geblieben sind. Haben wir unsere Ruhe, wir werden nicht nass. Alles ist super. Und wir kommen endlich mal ein paar Steinchen zusammen. Weiß ja nicht, ob überhaupt mal jemand zuguckt, weil man sagt, Mann, hier das ganze Farm unter der Erde ist sowieso langweilig, schalten wir ab. Weiß ja nicht, ob überhaupt bis jemand bis hierhin guckt. Aber für mich gehört es wie gesagt dazu. Auch wenn es nicht so episch ist wie in Minecraft, wenn ich da einen Stein angucke und dazu die Witcher-Musik laufen lasse. Wie Wolf gesagt hatte, epischer Kampf, da ist schon wieder so eine Hexe. Aber am Tag kann sie da ruhig mit den Pikern spielen, ist mir egal. Wahrscheinlich habe ich in der Nacht keinen einzigen Piker mehr dastehen. Ist so meine Angst gerade. Ich vermute mal, wir haben gestern zu viel gegrillt. Ah, die freut sich, dass er da aufgepiekt wird. Das hört man richtig bei ihr raus. Sind wir ja schon unten. Lief ja wunderbar. Da haben wir noch genug Tröpfchen. Ich denke schon, oder? Müssten reichen. Ja, wir müssen hier noch einen tiefer. Weil die Höhe müssen wir dann schon annehmen. Die wir da mal vorgegeben haben. So. Dann machen wir hier doch Plan. Nehmen wir die Stufe auch noch weg. Ist ja eh schon langweilig, können wir die auch noch weggeben. Und das dauert Ewigkeiten. Mann. Warum meine ganze Basis aus diesen Treppen? Hält ewig. Oh, da kriegen wir noch ein bisschen Eisen. Naja, und dann werden wir uns hier noch schnell ein bisschen den Weg bahnen, dass wir hier dann auch
mit dem Abschluss der Stufen sind. Und dann haben wir hier unten so richtig schönen Raum, wo wir uns verstecken können. Und Mining schon auf 67. Ich glaube, wo wir angefangen haben, waren wir bei 65. Steigt also alles. Und das Eisen, wa? Ja. Müssten wir vielleicht auch farmen. So viel Eisen haben wir gar nicht mehr. Und für Betonmauer brauchen wir ja diese ganzen Frames aus Eisen, also müssen wir sogar noch Eisen einschmelzen, vermute ich mal. Ist dann wahrscheinlich das nächste Problem, was wir haben. Statt Steine fehlt uns dann Eisen. Also nehmen wir mal Eisen mit, was wir finden. Haben wir. Kohle sowieso. War hier nicht irgendwo noch Eisen? Ich hab doch hier was glänzen sehen. Oh, bevor uns der Klotz hier auf den Kopf fällt, nehmen wir ihn auch weg. Und dann sehe ich ja auch, dass die Folge schon wieder um ist. Aber den Klotz nehmen wir hier noch schnell weg. Die Zeit nehmen wir uns. Na, komm hier. Ach na, das Eisen nehmen wir dann auch noch mit. Huch, da ist doch Eisen. Ich sehe doch Eisen. Da habe ich jetzt kein Eisen gesehen, aber okay. Oh, da haben wir noch Eisen. Kann man das noch einschmelzen. Oh, und hier war doch irgendwo auch noch Eisen. Nehmen wir den auch mit. Da ist noch Kohle, da ist auch Eisen. Ja, also mit der Mine habe ich schon echt Glück, muss ich sagen. Wenn ich mir überlege, was ich schon unter Tage an Rohstoffe gesucht habe und nichts gefunden habe. Und hier im Grunde ein schönes, großes Eisen- und Kohlelager. Finde ich schon schön. Und ich war wirklich schon stundenlang unter der Erde und habe nichts gefunden. Ja, komme ich hier noch raus? Ja. Der Berg stört mal hier irgendwie hoch. So, Schibbi. Geht ja schnell den Weg noch zu buddeln. Da haben wir noch Eisen. Das nehmen wir dann. Na ja, hauen wir nochmal mit der Hacke ruf, genau. Mit der Axt immer ruf da. Naja, haben wir eine riesen Überlängenfolge. Ist ja auch nicht schlimm. Dann nerv ich euch wenigstens in der nächsten Folge nicht gleich hier wieder mit Bergbau. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Weil es so spannend war. Oh, hier noch ein bisschen. Habe jetzt richtig Bock, ich könnte jetzt stundenlang hier im Berg sitzen. Komme ich nie mehr raus. Hier bin ich auch hordensicher, definitiv. Wieder Mining Level hochgeschraubt auf 68. Also es bleibt schon hier. Wirklich. Oh, dann nehmen wir hier noch das Gestrüpp weg. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge heute. Die super spannende Folge. Warum will der nicht weg? Da oben haben wir noch Kohle. Ja, so. Haben wir alles geschafft hier unten, was wir schaffen wollten. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Muss noch mit. Okay. Dann werde ich mal hochgehen. Finde ich viel schöner mit der Treppe, muss ich sagen. Dann rühren wir hier noch Beton an. Wir müssten jetzt definitiv genug haben von allem. Ziehen wir uns mal wieder an, damit wir noch ein bisschen Platz in der Inventar haben. So. Dann Sand rein. Na, das sieht doch schon mal nach einer Betonmenge aus. So, und was fehlt uns jetzt? Jetzt fehlt uns Sand. Mach mal ein 1000. Geht nicht. Dann mach mal ein 999. 3000 Steine.
Sehe ich das gerade richtig? Nee, kann doch nicht sein, oder? Achso, ich habe so viele Steine und kann. Ja. Achso, nee, gut, ist okay. Den Rest Steine behalten wir. So, dann kommt das hier alles rein. Die können dann auch mal hier rein. So, und dann. Ja, das war's. Haben wir alles geschafft. Aber die Stufen kommt man nur langsam hoch. Ich weiß gar nicht warum. Und hier kann man natürlich keine Stufen mehr machen, weil ich mich nicht verletzen möchte. Na komm, machen wir noch schnell das Eisen an. Dann haben wir alles geschafft in der Folge. Auch wenn sie diesmal 21 Minuten geht. Tut mir leid, dass ich euch so lange damit jetzt genervt habe. So. Wie lange brennt das? Eine Stunde, das ist gut. Und dann setzen wir noch Pfeile an, bevor ich das in der nächsten Folge dann vergesse, weil ich werde jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Zack. Pfeile. Und dann müssten wir eigentlich gewaffnet sein für die Horde in der nächsten Folge. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ich sowas rausschneiden soll, ob ich sowas privat spielen soll oder ja, ob ihr das trotzdem interessant findet und gucken wollt, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Würde mich interessieren. Okay, tschüss.